Yo, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist Freitag, der 23. Dezember 2022. Wir werden über Weihnachten in unsere Heimat zurückfahren. Und dafür muss man nochmal viel gepackt werden. Wir werden jetzt nochmal unsere Morgenroutine durchziehen, bevor wir losfahren, Tim. Let's go. Frühstück zubereiten. Frühstück essen. Frühstück abräumen. Supplementieren. Und PC auf Laptop ziehen. Wohnung putzen. Und Tasche packen. So, die Wohnung ist gut genug aufgeräumt. Jetzt müssen wir noch einmal schnell Zähne putzen. Ich habe meine Zähne gestern einfach so gut geputzt, dass die Zahnbürste in zwei Teile zerfallen ist. Deswegen schon wieder Zähne putzen, ja? Einfach mit den Fingern Zähne putzen. Christialer Abstieg einfach. So, jetzt noch Müll rausbringen. Fertig. Wir sind fertig mit Aufräumen und machen uns jetzt auf den Weg. Jetzt sind wir am Bahnhof, warten noch auf den Zug und dann endlich heim. Let's go! Was ist die erste Amtshandlung, wenn man daheim ist? Erstmal ins Gym fahren! Da wurde 2 Jahre lang gegrindet, das alte Gym noch, damals, als man noch angefangen hat mit 15, 14, ich weiß nicht mehr. Chef ist endlich da! Hallo Chef! Salam! Na natürlich! Jim! Jim! Gehen wir rein! Schon wieder im T-Shirt. Wieso muckt man schon wieder so? Ich sag doch nichts, komm, geh rein. Man will einfach nur trainieren und immer muss man warten auf die Mädels hier im Gym. Du musst noch deine Haare machen, ja? Ich hab sie mir geschnitten, ist ja okay. Du hast zugenommen, ist mir das aufgefallen. Ja, ich weiß. Ja, Diät klappt nicht so gut, ja? Wie viele Monate hab ich noch, bis wir uns treffen? Oder? Ja, eigentlich Februar war ausgemacht. Halbes Jahr. Dann haben wir noch Zeit, Alter. Wow, Innovation. Soll das jetzt Cola oder was? Nein, das ist alles mit Süßmitteln. Da kriegst du Krebs von heute. Aber keine Kalorien. Und Kalorien hast du genug, ja? Engel, jetzt machst du mich wieder fertig. Ich klau da noch meine Gesichtszüge. Dieses Gefühl werdet ihr niemals spüren. Ah! Kannst du nochmal so machen mit dem Gesicht? Nein. Mach. Dich auch mal aufwärmen oder machst du gleich 100 Kilo auf kalt? Gleich 100 kalt. Weißt du, das ist wieder so klar. Ich wärme mich mit 32,5 auf. Er muss wieder 35 auf. Ich mit 32 auf. Kann man so krass 25 sein. Ohne Witz. Wow, so ein starker Mann. Erik ist Mann. Aber nicht jeder Mann ist Erik. War gut. Das sage ich jetzt nur zu euch, aber wenn er nächstes Mal richtig runtergeht, dann hat er vielleicht eine Wiederholung. Ich habe gesagt, dass es gut war. Video habe ich 2-mal gedrückt, das war jetzt mindestens 7-mal. Also mal kurz für den Rekord. 100 Kilo. Aber ich muss sagen, eure Hanteln sind einfach 3-mal so groß. Die sind riesig, Mann. Das ist viel geiler. Die Geschwindigkeit der SD-Karte ist zu niedrig. Ja. Soll ich da eine neue kaufen?
Also 100-jährig. Wer mehr macht, oder? Aber weißt du, ich trainiere besser wie du. Ich trainiere härter. Wie viel Kilo hast du da dieses Jahr zugenommen? Ist das jetzt ein Wettkampf oder was? 20 habe ich zugenommen und du? Wer trainiert jetzt härter, ha? Merkst du selbst, ne? Bitte sag's einmal. Was? Komm. Was? Du weißt was. Sag's einmal. Was sag ich? Entschuldigung. Sehr, sehr danke. Weißt du, warum ich so viel durchgezogen habe? Warum? Um das mal zu hören. Ehrlich? Ja. Denkst du, ich gehe freiwillig ins Gym? Soll ich dir aber mal was sagen? Was? Das war eine Wiederholung. Nein, ehrlich, ich bin stolz auf dich. Ich hab niemals gedacht, dass du 50 Kilo schaffst, ehrlich. Besonders, weil du nur 75 wiegst. Du weißt, ich bin stärker als du. Ah! Im Vergleich zum Körpergewicht. Oh mein Gott. Ich hab dich bald. Ich hab dich schon eigentlich. Vor allem im Verhältnis zum Körpergewicht. Du bist einfach weak. Ich bin 25 Kilo leichter. Wie viel wiegst du? 92. Und drück genauso viel wie du. Hey, schummelst du? Ich schummel nichts. Weißt du, an was ich denke, wenn ich dich anschaue? Putti. Boah, Alter, wenn dann kann man noch nicht da, wäre ich hätte diese 50 Kilo aufgeworfen, Alter. Du bist schon wie Magus, kriegst nicht mal mehr Luft beim Training. Ja, ich kann auch atmen. Ja, du hast auch Pause gehabt. Gleiche Kraft, aber... So sehen zwei ebenbürtige aus. Aber einer ist halt. Du siehst aus, weißt du, ich bin so der Wiki und du siehst aus wie dieser Schiffsjunge, der mir so meine Axt bringt. Ja, aber der Schiffsjunge hilft halt auf das Schiff, ne? Ja, aber der kann ausgewechselt werden. Tief runter, gut. Komm, einer noch. Einer noch, komm. Explosion. Ich muss Liegestütz machen, um hochzukommen. Also, mach mal einen Liegestütz, mach mal. Ich muss mit Trizeps Liegestütz machen, darf ich. Oh, Trizeps, auch kaputt. Mach. Oh, voll gut, dass du noch schaust. Nicht richtig trainiert, wenn man noch einen schafft. Hörst du das? Sind eine Feder rausgesprungen, oder? Ja, hier, warte mal, schau mal. Hier. Wird YouTube-Video gesperrt. Junge, du hast es so geklaut von mir. Ohne. Ich hab mehr als Erik. Muss. Drei weiter runter. Pounds. Hör doch auf. Das ist doch fast da vorne gezeigt. Mit zwei Händen, oder was? Was ist das, Adrian? So viel drück ich. Wie viel hast du nochmal gedrückt? 10. Fahrt jetzt. War gut. Nächstes Mal muss ich aber mehr trainieren. Ja, bevor wir mehr Disziplin, ne? Wurdest du einfach vor einem 90-Kilo-Mann überholt. Der 120-Kilo-Mann hier. Ich wurde nicht überholt. Doch, eingeholt. Mit deinen Half-Reps. Ich sehe dich jetzt, okay? Ich sehe dich jetzt unten am Berg. Sogar mehr als ein Jahr war ich letztes Mal hier. Was ist dein Fazit? Fand super. Ich finde, ich habe dir gut gezeigt, wie man gut trainiert. Du kannst viel von mir lernen. Wir können voneinander lernen, sagen wir es. Du kannst von mir lernen. Seien wir ehrlich. Ich kann von dir lernen. Mal nicht so politisch korrekt, mal ehrlich sein, ja? Ja, schwach. Wenn wir ehrlich sind, Spaß. Also, Liegestütz-Challenge nach Brusttraining. Wer schafft mehr? Mein Rücken hat immer noch so unendlich weh. Piep, 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 piep. Manley, oh mein Gott! Los! Oh. Ich will nicht nochmal auf den Boden fallen. Dann los! Komm, noch einmal. Nein, fertig, du hast gewonnen. Los, runter. Los. Ich lebe noch. Ah. Verloren, Erik. Du hast verloren, das war gerade. Noch ein niedriger. Hab ich eigentlich nicht gesagt, dass meine Bremse kaputt. Ah ja, sorry. Du hast gewonnen. Wer stärker von uns beiden, das kann ich jetzt nochmal sagen. Das Liegestütz-Duell. Hast du gewonnen. Aber ich bin stärker. Was hast du gerade gesagt? Er hat gerade zugegeben, er ist ein Arschloch. Ja, jetzt denkt jeder, ich bin ein Arschloch, aber eigentlich bin ich lieb. Nein, das ist ja das Ding, ich bin ja wegen dir ein Arschloch. Ich war immer lieb. Und dann habe ich den getroffen und dann bin ich zum Arschloch geworden. Das Problem, er ist jetzt wieder lieb und ich bin immer noch ein Arschloch.
Aber schau mal, schau mal. So ein Arschloch war ich gar nicht. Ich hab dir halt wehgetan. Aber wir haben immer Spaß gehabt, oder nicht? Ja, du hast Spaß gehabt. Ich hab geweint daheim. 9 von 10 Gemobbten haben Spaß am Mobbing. Ja, genau so ein Ding war das. Schau mal, du bist cool, du bist erwachsen geworden, du bist stark. Du hättest niemals mit Jim so durchgezogen, hätte ich dich nicht 2 Jahre lang durchgehend gemobbt. 2 Jahre, er hat mich 4 Jahre gemobbt. Schau mal, was du für ein Mann bist. Nicht Mann durch Jim, sondern Mann durch Erik. Also, tschüss Erik, hat Spaß gemacht zu sehen. Oh mein Gott! Ihr Wicherer! Meine Damen und Herren, A-Vlog gibt es nicht mehr. Wir sind hier entführt worden. Bis zum nächsten Video.